Hoffen wir, dass es nicht regnet. Ja? Besser kann es nur werden, schlechter nicht viel. Aber wir machen das Beste draus. Also, let's go. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. In den letzten Jahren habe ich mit meiner Kamera schon so einiges von der Welt entdeckt. Ferne Länder, wilde Tiere. Aber manchmal liegt das Schöne gar nicht so weit entfernt. Deshalb bin ich gerade auf der Suche nach den schönsten Fotomotiven in Deutschland. Und heute geht es in den Teutoburger Wald, zu den Externsteinen. Viele Mythen und Legenden ranken sich um diese Felsformation. Und ich bin schon gespannt, was mich heute erwartet. Vom kostenpflichtigen Parkplatz ist es gar nicht so weit, knapp 400 Meter in diese Richtung. Das Gebiet ist erstaunlich touristisch ausgebaut und der Weg zu den Felsen breit und befestigt. Man läuft durch ein kurzes Waldstück, vorbei am schlafenden Drachen und steht dann direkt vor den Steinen. Da sind sie! Und diese Folge wird präsentiert vom Jaworski Fotoreiseführer, die besten Fotomotive in Deutschland. Und den schönsten Blick hat man von da vorne, vom Teich, und da werden wir mal hingehen. Aktuell ist der Himmel bedeckt, aber es regnet nicht. Drückt uns die Daumen. Über 40 Meter ragen die Sandsteine imposant und irgendwie surreal aus der Landschaft empor. Sie zählen zu den bekanntesten Natur- und Kulturdenkmälern Deutschlands. Und es ranken sich viele Mythen und Legenden um diesen Ort. Doch bis heute sind sich Wissenschaftler, Esoteriker und Historiker nicht einig. Von Deutschlands Stonehenge ist die Rede, ein Kraftort, an den jedes Jahr zur Sommersonnenwende hunderte Menschen pilgern. Ein magischer Ort, mitten in Deutschland. Mann, 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 das sind ein paar dicke Dinger. Erinnert mich so ein bisschen an die Teufelsmauer im Harz oder das Elbsandsteingebirge in der sächsischen Schweiz. In den Felsen entdecke ich kleine Höhlen und sogar eine Grotte soll darin versteckt sein. Da oben sieht es so aus, als ob das Fenster sind und dass da die Tür ist, als ob das wie so ein Schloss ist im Stein. Voll cool. Auch über den Namen ist man sich nicht ganz einig. Vom Elsternstein ist die Rede. Aber vielleicht ist es auch einfach nur die spitze Form, die ursprünglich Egge genannt wurde. Elsternsteine, Eggesternsteine, wie auch immer. Ich laufe entlang des Wimbecke-Teichs auf der Suche nach Perspektiven. Aber die Sicht ist durch die Vegetation selbst jetzt im Frühjahr ziemlich eingeschränkt. Wir sind jetzt mal ein bisschen hochgewandert und hier oben hat man einen ganz guten Überblick über die Steine. Man ist fast auf der Höhe des höchsten Steines, aber einen wirklich guten Winkel zum Fotografieren hat man nicht. Es ist alles ziemlich zugewachsen. Wenn mal kein Corona mehr ist, die Steine so erklimmt über die Treppen, ist das sicherlich ganz cool. Das kann man aber nur während den Öffnungszeiten machen und das Ganze kostet auch Eintritt. Jetzt leider alles gesperrt und so der Blick nicht so spannend. Deswegen gehen wir zurück zum großen Teich. Ich glaube, da ist die beste Stelle. Das Areal erinnert mit seinen großen Wiesen an eine öffentliche Parkanlage, ist aber seit 1926 Naturschutzgebiet. Früher fuhr hier sogar eine Straßenbahn. Wusstest du, dass laut einer Legende hier der Heilige Gral versteckt sein soll? Vielleicht finden wir ihn heute. Es beginnt leicht zu tröpfeln, aber das hört bestimmt wieder auf. Vom Hauptweg hat man einen guten Blick über den Teich, mit den Steinen als Motiv. Okay, ich glaube, hier ist die coolste Stelle. Ich habe jetzt mal zwei Sachen vor. Nummer eins, ich werde einen Polfilter drauf machen zum Stecken und mal ein bisschen probieren, das Ganze hier vorne zu entspiegeln. Ob es später gut aussieht, ich weiß es noch nicht. Aber zweite Sache, die ich benutze, ist der Verlaufsfilter. Der Himmel ist nicht so spannend, aber hat ein bisschen Struktur, nicht ganz langweilig. Und ich glaube, das kann ich noch ein bisschen rausarbeiten. ND-Filter brauchen wir nicht. Das Wasser ist spiegelglatt, das ist sehr, sehr gut. Hoffen wir, dass es nicht regnet. Ja? Besser kann es nur werden, schlechter nicht viel. Aber wir machen das Beste draus. Also, let's go. Mit einer flachen Perspektive nah am Vordergrund kann ich das Bild interessant aufbauen und taste mich mit dem Polfilter langsam heran. Mit oder ohne Polfilter? Was meinst du? Ich muss jetzt ehrlich sagen, dieser dunkle, dramatische Himmel, der passt ziemlich gut.
zur Location so. Diese dramatischen Steine, der dramatische Himmel. Wenn jetzt ein blauer Himmel wäre, Sonnenschein, das wäre schön, wenn wir hier sitzen würden. Schön Bierchen, ja, ein bisschen Aussicht genießen. Aber fürs Foto ist dieser Himmel jetzt perfekt. Und ich glaube, jetzt werde ich noch ein Querformatbild mal ausprobieren. Also Hochformat hier mit diesem Stock oder diesen Ästen da im Vordergrund, das sieht ziemlich gut aus. Aber ich glaube, ein Querformat könnte hier auch noch mal richtig gut wirken. Wenn ich ein Bild habe, mit dem ich zufrieden bin, probiere ich auch andere Perspektiven aus und versuche auch andere Formate umzusetzen. Im Querformat zum Beispiel wirkt das Motiv auch sehr schön. So viele verschiedene Perspektiven hat man hier nicht, aber die paar Perspektiven, die man hat, die sind wirklich sehr sehenswert. Ich habe jetzt mal einen Ort ein paar Meter weiter an der Seite gesucht, wo ich keinen Vordergrund habe, sondern nur die cleane Spiegelung zusammen mit der Felsformation. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, welches Bild dir besser gefällt. Das cleane Bild oder das mit dem Vordergrund? Ich kann mir das Ganze auch sehr gut vorstellen im Herbst, wenn die ganzen Blätter hier gefärbt sind. Jetzt aktuell ist Frühling, das Laub ist aber noch nicht in seiner vollen Pracht da. Nur einzelne Bäume haben bis jetzt schon ihre grünen Blätter. Da geht über den Sommer dann auf jeden Fall noch mal mehr. Ich denke, es ist im Sommer hier aber auch sehr, sehr voll, sehr touristisch belebt. Jetzt ist es gerade abends, ein bewölkter Tag. Da hat man seine Ruhe, da ist es schön entspannt. Ich denke, wenn man hier zu den Hauptstoßzeiten kommt, dann kann es doch schon mal sehr voll werden. Ganz anders in der Nacht, das kann ich mir auch spannend vorstellen, wenn man hier zum Beispiel die Milchstraße oder generell die Sterne zusammen mit diesem magischen, mystischen Ort im Hintergrund fotografiert. Das war doch ein schöner Ausflug zu den Externsteinen in Nordrhein-Westfalen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben und teile es mit deinen Fotografiefreunden. Und vielleicht hast du hier auch selber schon fotografiert. Und wenn du mehr solche Videos sehen möchtest, dann abonnier doch diesen YouTube-Kanal, denn wir haben eine ganze Videoreihe gedreht über die schönsten Fotomotive in Deutschland, präsentiert vom Jaworski Fotoreiseführer. Und den findest du auf www.lernvonben.de. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich schieße jetzt noch ein paar Fotos, aber es fängt an zu tröpfeln und das Wetter sieht nicht so aus, als ob es noch besser wird. Ich würde sagen, wir hauen für heute mal rein. Macht's gut! Welches Foto hat dir am besten gefallen? Schreib's in die Kommentare. Und hier kannst du die letzte Folge sehen. Dort waren wir in Sachsen auf der Suche nach der Wetterkiefer.